Hoffmann, Personaldienstleistungen. Ja, eine tolle Geschichte haben wir hier mit der, wie ist dein Name? Lavdia Aliu. Ja, du bist schon wie lange dabei bei Hoffmann? Fast 2 Jahre. Fast 2 Jahre. Und ja, wir kommen auf die Details mal kurz zu sprechen. Hier ist jemand, der sie unter anderem auch mitbetreut. Du bist wer? Ich bin Cynthia Sprauer. Ja, und du bist die? Sandra Wagner. Du bist im Außendienst beim Kunden. Das heißt also, wenn Stellen zu besetzen sind, hast du den direkten Kontakt zum Kunden? Ja, durchaus. So, hier ist eine ganz große Firma. Die ist aus welchem Bereich? Metall-Elektrobereich, Industrie. Ja. Die suchen dauernd Leute, oder? Na klar, sicher. So, jetzt haben wir hier einen Glücksfall. Sie ist sehr, sehr begabt und hat direkt auch dort einen Job bekommen, ist schon länger dabei? Ja. Okay. Was ist da zu tun bei dem Kunden zum Beispiel? Es sind Elektrokomponenten zu montieren. Ja, es sind verschiedene Arbeitsbereiche, gibt verschiedene Abteilungen. Wir brauchen ganz verschiedene Qualifikationen von Mitarbeitern und das immer. So, wir haben dich eben ja ganz kurz nochmal kennengelernt. Von wann bis wann ist die Arbeit denn zu leisten dort? Uhrzeit. Also ich mache 2 Schichten und jetzt bin ich auf die Mittagsschicht von 2:30 bis um 11. Okay, das geht. Jo. Von 2:30 bis um 11, das 2:30 ist nachts. Oder nee, nachmittags? Nachmittags. Nachmittags, ja. Bis um 11 Uhr abends, ja. Okay, das heißt, man hat den ganzen Tag frei, oder? Mehr oder weniger davor? Ja, also man kann schon was machen noch von der Arbeit. So. Super. Ja, du bist jetzt mein Unternehmen. Ich habe dich eben kurz gefragt, das Gehalt stimmt. Da hast du richtig gelacht. Ja, also man kann schon. Man verdient da richtig gut? Ja. Okay. Als du hierher kamst zu Hoffmann, was war denn das für ein Feeling für dich? Ja, so ein Personaldienstleister, hattest du da vielleicht zuerst so ein bisschen Vorurteile? Naja, ich habe ja dringend einen Job gesucht und dann hat mir ein Freund hier empfohlen und Ja. dann habe ich auch direkt einen Job gefunden. Ja. Also habe ich direkt Stelle gekriegt. Ja, das hat gar nicht so lange gedauert bei ihr. Sie ist recht begabt und intelligent, hast du mir erzählt. Ja. Bei solchen Leuten geht es sehr schnell, oder? Ja, sicher. Das geht manchmal von heute auf morgen, beziehungsweise noch am gleichen Tag. So, jetzt fühlen ja viele Leute sagen, ah, wenn ich dort und dort arbeite bei so einem großen Unternehmen, vielleicht bin ich nicht entsprechend geeignet genug. Ihr sucht ja wirklich viele Leute, die, also ich sag mal, denen man Sachen zeigen kann, die das umsetzen können, zuverlässig. Ja, es ist auch oftmals, dass die Qualifikation jetzt nicht unbedingt das ist, was dann auf der Stelle gebraucht wird, dass man die Möglichkeit hat, eventuell Mitarbeiter, die aus einem anderen Bereich kommen, auch in Abteilungen unterzubringen, wo sie neue Sachen lernen, die sie vorher nicht gemacht haben. Also man kann nicht immer davon ausgehen, dass man eine Stelle nur hundertprozentig besetzt. Okay, das heißt, ich habe mal jetzt irgendwas gelernt, im Friseur zum Beispiel, und dann bin Habe ich ich auch Zeit gemacht. meines Lebens im Friseur tätig. Das ist hier gar nicht der Fall, sondern ich kann, wenn ich handwerklich zum Beispiel begabt bin oder kann bestimmte Sachen machen, dann habe ich die Möglichkeit, als Friseur einzusteigen, bin dort entsprechend Helfer in der Produktion. Genau, man muss sich nur trauen. Trauen. Ja, das ist das ganz große Thema. Was hast du vorher gemacht? Ich habe nur Schule gemacht. Okay, das heißt Schule gemacht und dann anschließend Geld verdienen, oder? Ja. So, das hat ja jetzt geklappt. Als du denn hierher kamst, das heißt, du wurdest dann relativ schnell auch vermittelt, oder? Ja. Wie war so das Feeling das erste Mal, als du dort entsprechend gearbeitet hast? Haben die Leute geholfen, dir das gezeigt? Ja, natürlich. Also die Leute waren alle ganz freundlich und die haben immer geholfen. Also immer wenn ich gebrochen habe, die waren immer da. Okay. Wenn du jetzt dort bist, du bist ja jetzt noch hier beschäftigt bei Hoffmann, ja? Du Ja. arbeitest ja bei einem anderen Unternehmen. Hast du das Gefühl, du bist da nicht gut integriert oder bist du da im Prinzip genauso wie alle anderen? Nee, eigentlich wie alle anderen, alles gleich. Alles gleich. Ja. Nur halt mit dem kleinen, feinen Unterschied, dass die Gehaltsabrechnung von wem kommt? Von der Firma Hoffmann, genau. Okay. Und das Geld kommt pünktlich? Ja. Super pünktlich. Wenn mal irgendwelche Fragen sind, das heißt, du musst mal zum Arzt gehen oder du musst mal irgendwas organisieren, wie läuft das? Also man ruft in der Firma an und hier auch. Man sagt Bescheid, dass man krank ist und wie lang. Okay, das ist aber selten der Fall bei dir, da habe ich schon Ja, gehört. selten. Super. Sehr selten. Ja, es ist natürlich so, dass ich sag mal, die Leute, die dort arbeiten in der Produktion, sich unglaublich identifizieren mit dem Arbeitgeber. Und dann kann es schon mal passieren, dass der Arbeitgeber sagt, hey, der ist so toll, den übernehmen wir. Genau, das kommt sogar sehr häufig vor. Wir haben viele Kunden, die in regelmäßigen Abständen unsere Mitarbeiter übernehmen, was uns natürlich sehr freut für unsere Mitarbeiter.
Ja, weniger für euch, habt ihr natürlich einen Mitarbeiter, aber das ist Teil des Systems. Das heißt also, die Mitarbeiter, die hier arbeiten, die, ich sag mal, haben so im Fernfokus schon, dass sie mal übernommen werden. Jetzt gibt es aber den einen oder anderen, die viel mit Zeitarbeit machen, muss man fairerweise dazu sagen. Das heißt, es ist nicht immer der Garant, dass man bei den Firmen immer übernommen wird. Das ist normal. Also die Firmen schauen auch, ob halt gerade die Bedarfssituation, die Stellensituation, ob was frei ist, wo ein Mitarbeiter übernommen werden kann. Das ist natürlich normal. Aber es ist für uns die beste Werbung, wenn es passiert. Okay, das ist richtig. Es gibt ja kaum einen Unterschied im Verdienst, muss man fairerweise sagen. Das heißt, die Kollegen, die werden gleich behandelt. Auch ihr habt entsprechende Verträge, die ihr einhalten müsst, Tarifverträge? Ja, natürlich, klar, sicher. Das ist so da. Das heißt, die Gewährleistung ist da. Ja, du warst denn dort, dann kam der im Prinzip die erste Überweisung. Das Gehalt war da, du warst ziemlich happy? Ja, normal. Man verdient ja eigenes Geld und das ist was Schönes, ja. Okay. So, und das ist auch ein Job, der dir Spaß macht? Ja, natürlich. Aber was ist da zu tun, so einen ganzen Tag? Also, ich montiere. Ja. Elektrokomponenten. Elektrokomponenten, ja. Also in der Montage. In der Endmontage. Das heißt, du musst natürlich extrem genau vorgehen da, oder? Man darf nicht viele Fehler machen. Gar keine? Nee, eigentlich gar keine. Okay. Ist da jemand, der da entsprechend das prüft und aufpasst? Also am Anfang, ja, aber dann irgendwann, wenn du es kannst, dann nicht so. Okay, das heißt, du bist dann dir selbst überlassen und es muss anschließend noch fertig sein. Die Sachen, die du, ich sag mal, dort fertigst, du hast die Möglichkeit, dir das anzugucken. Man sieht anschließend, wo sie hängen. Sie hängen sogar in ganz Deutschland, auf der halben Welt sogar, habe ich gehört. Das heißt, die Sachen, die dort gefertigt werden, das macht dich schon ein bisschen stolz? Schon, ja, okay. Auf jeden Fall. Also. Okay, das heißt, du würdest auch jedem empfehlen, der Arbeit sucht, das Thema Zeitarbeit ist gar nicht so schlimm. Das macht Spaß? Nee, also so schlimm ist es gar nicht. Die Leute sind nett, die kümmern sich um einen. Ja, okay. Super. Ja, es ist alles gar nicht so einfach, wenn man vielleicht neu einsteigt. Man kommt vielleicht von einem anderen Land, wenn ich dich mal fragen darf, wo du irgendwann mal herkamst. Aus dem Kosovo. Aus dem Kosovo. Das heißt, es war vielleicht nicht alles so ganz so einfach? Nee, eigentlich nicht so einfach, wenn man die Sprache gar nicht kennt. Also. Okay. Du sprichst aber super gut Deutsch, muss ich sagen. Danke. Ich muss da auch viel lernen. Ja, viel, viel lernen. Und dann kommt das Fernsehen mit der Kamera und macht noch ein Interview. Das ist ganz gemein, oder? Ja. Okay, aber super. Es geht ja heute darum, den Leuten ein bisschen Mut zu machen bei dem Thema Zeitarbeit. Es gibt auch viele Vorurteile. Was sind so Hauptvorurteile? Was denken viele Leute über das Thema Zeitarbeit, was gar nicht stimmt? Also die Vorurteile sind ganz klar, dass es keine Übernahmechancen gibt, dass die Bezahlungen nicht stimmen. Aber das ist ganz und gar nicht der Fall. Also wie gesagt, wir haben viele Mitarbeiter, die in unterschiedlichen Kundenunternehmen regelmäßig übernommen werden. Die Bezahlung ist teilweise sogar übertariflich. Man muss sich einfach nur trauen und den Weg zu uns finden. So, und das ist der Grund, warum wir die Videoserie machen. Denn ich meine, ihr könnt natürlich viel versprechen, aber wir zeigen wirklich Arbeitnehmer, die A, übernommen wurden, B, noch in der Zeitarbeit sind, sage ich ja mal, die drin sind. Eigentlich, es macht euch schon teilweise ein bisschen stolz, wenn die dann übernommen werden. Und man kriegt ja die Leute dann im Laufe der Jahre auch, man kriegt ja viel mit, oder? Ja, klar. Ich meine, es gibt Kunden, die haben Mitarbeiter übernommen, die haben jetzt irgendwo eine Bauleiterfunktion. Und das ist natürlich auch schön, wenn man dann zum Beispiel einen Ansprechpartner beim Kunden hat, der mal ein ehemaliger Mitarbeiter war. Ja, jetzt gab es auch hier was Schönes zu feiern. Ihr habt natürlich während der Zeitarbeit auch geheiratet, gell? Ja. Ja, und das Geld, das ist gar nicht schlecht, das braucht man, oder? Normal. Geld ist hier. Super, vielen Dank. Wenn auch ihr in Lohn und Brot kommen möchtet, ja, und das Ganze hier seht und das auch gut findet, Hoffmann Personaldienstleistungen, die meisten Auftraggeber bei euch, die kommen hier aus der Region? Ja, sicher. Wir sind regional tätig, übergreifend auch Rheinland-Pfalz, aber ich sag mal Maximum Kaiserslautern. Der Rest ist hier Umkreis St. Ingbert. Die meisten sind hier im Umkreis, das heißt, man ist auch jeden Abend zu Hause? Genau, ja klar, sicher. Ja, ist eine ganz wichtige Frage, super. Ist es Urlaub und so, das ist ganz normal, wie bei jedem anderen Arbeitgeber auch? Ja, wir haben ja durch den Tarif, durch die Tarifbindung ist das alles festgeschrieben und da gibt es jetzt nichts, was unseriös wäre. Okay. Geht ja auch gar nicht, ist ja auch alles streng überwacht, sage ich jetzt mal. Genau. Denn ich sag mal, wir sind ja schließlich in Deutschland, da geht alles seinen Weg. Genau, das stimmt. Alles seine Richtlinien, muss alles eingehalten werden. Dankeschön. Ja, vielen, vielen Dank. Wenn auch ihr Interesse habt, einfach anrufen, Hoffmann Personaldienstleistung, vorbeikommen, das geht auch. Oder einfach eine E-Mail schreiben, auf die Webseite gehen, da gibt es unglaublich viele Möglichkeiten. Ich bedanke mich nochmal vielmals an euch, auch an dich. Trotzdem, dass du im Prinzip als Muttersprache jetzt nicht Deutsch hast, hast du das super gemacht. Dankeschön. Danke. Vielen, vielen Dankeschön. Dank. Tschüss. Tschüss. Tschüss.